herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, zu einem Tag. Ich wurde getaggt von der lieben Nadine vom Kanal Moldavid. Vielen Dank, liebe Nadine, für diesen, dass du mich getaggt hast. Und ich freue mich, dass ich den jetzt machen kann. Und ich grüße dich hiermit recht herzlich. Und ja, dann fangen wir mal an. Und zwar ist es der für ein Jahr Beauty-Favoriten für ein Jahr. Also wenn man ein Jahr nichts anderes nehmen darf, als wie von jeder Kategorie, also Foundation, Concealer, Lippenstift und Lippenfarbe oder Lidschattenpalette, ein Monolidschatten, Wimperndusche, und das sollte man ein Jahr verwenden. Was wäre das? Also, na, die Auswahl ist mir nicht leicht gefallen, weil ich ja viele Sachen habe, aber ich habe letztendlich nach langem Hin und Her überlegen, habe ich jetzt doch mir also Sachen rausgesucht. Damit habe ich mich heute auch geschminkt. Und dann fangen wir mal an. Also, und zwar mit der Foundation. Ja, Foundation habe ich viele, aber ein Jahr, und ich nehme nicht so oft Foundation, aber wenn, dann habe ich mich jetzt mal entschieden für die von Maybelline Jade Dream Matte Mousse Make-up. Die habe ich heute auch drauf. Deckt wunderbar ab. Also von Essence, die ist genauso gut, muss ich sagen. Also die Soft Touch Mousse. Also ist genauso gut wie die. Aber ich habe jetzt die im Bad stehen gehabt und die habe ich heute Morgen drauf. Also habe ich die genommen. Diese Farbe ist auch nicht mehr allzu viel drin. Erreicht schon langsam den Boden. Ich habe sie auch schon ziemlich lange. Aber so für ein Jahr, ja. Mattiert brauche ich keinen Puder. Ich habe auch keinen Concealer heute drauf. Ich habe nur dieses Make-up und Blush drauf. Aber dazu kommen wir dann. So, BB-Creme. Fiel mir die Auswahl total leicht. Da habe ich die von Olas, die, wo ich von der lieben Magda mal bekommen habe. Die ist so gut, diese BB-Creme, komplett ist mit Make-up, Max Factor. Und die ist so pflegend, die ist deckend, die ist wirklich sehr, sehr gut. Also das ist so meine allerliebste BB-Creme, obwohl ich die anderen auch sehr gern mag. Aber ja, das ist so mein heiliger Gral, seitdem ich die habe. So, dann hätten wir einen Concealer. Ja, Concealer, da habe ich nicht so viele. Ich habe zwei, aber ich habe mich jetzt mal für den Concealer Pen von La Cura entschieden. Der ist schön hell von der Farbe. Also wenn ich einen drauf tue, dann diesen da. Man braucht auch nicht viel. Setzt sich nicht in die Augenfältchen. Und ja, von La Cura Beauty gibt es bei Aldi. Ist nicht mehr allzu viel drin, aber den würde ich auch ein Jahr verwenden wollen. Ja, Puder ist, musste ich auch nicht lang überlegen, und zwar das von Michaela Konrads, Make-up Coach, dieses Zauberpuder. Steht da drauf, ist ein transparentes Puder, setzt sich auch nicht in die Fältchen, mattiert wunderbar. Es ist so, und man schaut nicht gepudert aus, es ist wirklich ein hervorragendes Produkt. Also bin froh, dass ich das habe, auch von der lieben Magda mal bekommen. Und ja, ich liebe das. So, das sind jetzt keine Produkte dabei, wo ich von der lieben Marion bekommen habe. Liebe Marion, falls du das Video siehst, nicht böse sein, aber ich wurde vorher gedeckt, bevor du mir die schönen Schätzchen da geschickt hast, also bevor ich die schönen Schätzchen von dir hatte. Von daher habe ich jetzt Sachen von mir halt, wo ich schon so hatte rausgesucht oder schon länger habe. Ne? Also nicht böse sein, aber die werden auf jeden Fall deine Sachen verwendet und kommen demnächst auch ein Schminkvideo. So, so viel dazu.
Ja, Puder haben wir. Dann am Bronze, ja, musste ich auch nicht lang. Das ist der Honolulu Bronzer von W7. Wenn ich denn dann mal Bronze, dann mit diesem. Den liebe ich auch sehr. Der ist matt und hat also glänzt nicht und ja, ein guter Bronzer. Den liebe ich auch über alles. So, dann Blush. Ja, für Blush habe ich viele Schätzchen, aber ich habe mich für den von Catrice Multicolor in dieser schönen frischen Farbe entschieden, weil mit dem kann ich mich nicht overblushen. Ich habe den schon oft verwendet. Ich gehe da auch durch alle Farben, auch oben da besonders, auch wenn es ein bisschen frischer und intensiver sein soll. Aber mit diesem konnte ich mich nicht overblushen. Also da kann ich öfters rein, kann auch schichten und wirkt natürlich und nicht so, ja, nicht so. Ihr wisst schon, was ich meine. Wirkt halt frisch und natürlich ist eine frische Farbe. Also dieser da. Dann Highlighter. Ja, Highlighter hatte ich keinen, bis ich dieses Wanderpaket bekommen habe. Und es war noch, bevor ich gedeckt worden bin, habe ich das Wanderpaket bekommen. Von daher, dieser von Essence, den Aquatix, den wo ich mir da rausgenommen habe, okay. Das sind die Shimmerpearls. Ich habe es heute drauf. Hier, seht ihr, hat so einen leichten Glow. Ich habe nicht viel drauf, sondern es soll ja nicht so glänzen, aber einen leichten Glow und finde ich toll. Mit den ganzen Produkten habe ich mich auch geschminkt. So, Blush Highlighter. Lippenfarbe, ja, da habe ich mich entschieden für diesen von Sienne, gibt es bei Lidl, den habe ich drauf, wirkt schön natürlich, ist das so eine, ja, so peachige Farbe, peachiger Ton mehr und Silky Balm und Gloss ist es, also mal, das pflegt die Lippen schön, ich finde den gut, ich mag den sehr, ich weiß nicht, ist der Farb Color Lip Butter? Nee. Sägebalmen Gloss steht bloß drauf. Ist aber diese Farbe. Und auf den Lippen sieht er so aus. Ich habe mir jetzt gerade erst nachtragen müssen. Das Swatch. Schön dezent, schön hell. Man kann den immer. Ich mag den, ich mag auch knalligere, ich mag auch pinkfarbene. Aber naja, ich musste ja mich für einen entscheiden. Also war es dieser da. Ja, ich muss den gerade nochmal nachziehen, weil gerade wollte ich das Video abdrehen, hat es an der Tür geläutet, war meine Nachbarin und die hat uns ein selbstgemachtes Tiramisu gebracht. Und das habe ich natürlich jetzt erstmal gegessen, das war sehr lecker. Und für meinen Mann und für mich niemals eins. Und das haben wir uns jetzt erstmal genossen. Und ja, das war lecker. Mal wieder was für die Figur. Man soll ja nicht so fett essen. Mein Mann auch nicht, der muss sich halt noch schonen. Er ist jetzt zu Hause vom Krankenhaus, kann aber so nichts machen. Muss halt noch schonen, es sind halt noch Schmerzen, es ist klar, es war eine schwere Operation. Jetzt diesen Freitag werden Fäden gezogen bei ihm, vorne, wo es zugenäht haben, naja. Und es dauert halt alles seit Zeit. Ich weiß es ja wie von mir auch. Also, so, von daher, dieser Lippenstift neu nachgezogen. Ja, Lippenpflege, da musste ich auch überhaupt nicht lang, Moment. Vorbereitet gut, wie immer, da ist es ja. Lippenpflege habe ich meine allerliebste und die, wo ich immer, wo ich niemals Dings, ich habe zwei, aber stellvertretend, also von Frutini, gibt es bei Müller. Die duftet, das ist das Milky Orange. Die steht immer hier.
für die trockene Heizungsluft und so. Also da schmiere ich dann immer abends meine Lippen und eins habe ich im Bad stehen. Also das andere ist Cherry Vanilla und das ist Milky Orange. Ich habe die zwar geschenkt bekommen, aber das ist auch von der Pflege, vom Duft, vom Geruch. Ich mag einfach diese, lieb ich. Von daher fiel die Auswahl mit der Lippenpflege überhaupt nicht schwer. Na, ich bin jetzt immer zu, doch. So, dann Mascara. Ja, wie soll es anders sein? Ich liebe alle meine Mascaras. Aber wenn ich mich entscheiden müsste, ein Jahr mit einer, dann die von Essence, die Lash Princess. Weil da kommt man auch an die unteren Wimpern hin. Und wie gesagt, also ich will auch mal die grüne versuchen, aber wie gesagt, die würde ich dann nehmen. So. Eyeliner oder Kajal? Ja, Eyeliner kommt ja für mich nicht in Frage, weil Eyeliner und ich sind keine Freunde, aber Kajal. Entschuldigung, hab durchstellt von dem Tiramisu. So, und zwar habe ich mich entschieden von Essence in der schwarzen Version. Der schwarze Kajal. Weil den braucht man doch häufiger. Also ich mag auch grün und blau. Ich mag alle Farben von Kajal und auch die anderen, wo ich habe. Aber der ist auch recht schön weich. Schmiert schön, ohne dass ich da recht viel aufdrücken muss. Und für die oberen Wimpernkranz verdichten, obere Wasserlinie und untere, nehme ich sehr gern von Essence den Kajal. Das ist also in Schwarz, wenn ich mir dann so, ja, brauche ich Tuch, ah, nicht schlimm. Lidschatten, ja, Lidschatten durfte man sich raussuchen, eine Palette und einen Mono-Lidschatten. Ja, und ich und nur mit einer Palette im Jahr, ein ganzes Jahr lang schminken mit einer Palette, da fiel die Auswahl sehr schwer. Oder mit einem Mono-Lidschatten. Aber letztendlich habe ich mich dann für die Palette von Sleek entschieden. Die Storm ist das, jeder kennt sie. Die Storm 578. Wie gesagt, mit dieser Palette habe ich mich heute geschminkt. Es sind insgesamt vier Farben, also ja, eins, zwei Augeninnenwinkel und unten habe ich andere Farbe, aber die zeige ich euch. Aber so in derselben. Toll. So. Das sind die Farben. Und ich habe heute genommen, ja, erst einmal dieses in der Lidfalte. Dann habe ich diese Farbe auf dem beweglichen Lid. Schimmert, hat schon einen schönen Glanz. Und das war matt für die Lidfalte. Dann habe ich für die Lidfalte oben diese Farbe nochmal genommen, um das nochmal, musste nicht viel verblenden. Also die Farben, mit denen kann man sehr gut arbeiten. Und auf den unteren Wimpernkranz habe ich dann diese Farbe genommen. Ja, und im Augeninnenwinkel diese Farbe, die wo so schimmert, seht ihr? Schimmert habe ich seit heute früh, weil heute habe ich mir gedacht, darf es nicht so heftig sein. Wir mussten heute Morgen zum TÜV und von daher, ja, und da kann ich mich vorstellen, weil auch die anderen Farben, so blau, grau, oder weiß, diese Brauntöne, Gold, Champagnertöne, ein Schwarz ist dabei, ja, mit dieses Rotbraun sind ja alle butterweich, die wo ich auf dem
unterm Wimperkranz habe. Nur um. Ich liebe Sleek-Paletten. Ich habe insgesamt habe ich 4 Sleek-Paletten. 3 habe ich geschenkt bekommen, wie die da. Und eine habe ich mir selbst gekauft. Seht ihr, das ist so das Kupferrotbraun. Masala, glaube ich, ist die Modebezeichnung für diese Farbe. Glaube ich, ne? Wenn mich nicht alles täuscht. So, ja, das wäre diese Palette. Dann, ja. Die liebe ich. Und wie gesagt, man kann da dramatischere Augen schminken. Smoky Eyes, das sind schöne glänzende Dunkle drauf zum Ausgehen und auch für den Alltag, so wie ich es heute gemacht habe, eher alltagstaugliches Make-up. Liebe ich. Dann dürfte man sich ja einen Mono-Lidschatten aussuchen. Ja, da habe ich mich von P2 entschieden für einen grünen, weil die sind auch grün, gut mit die Brauntöne und kombinierbar. Das ist dann diese Farbe. Und zwar P2 Metal Eyes. Ich glaube, das war eine LE, wenn mich nicht, ich weiß es aber nicht mehr. Und dieses schimmert auch schön, dieses Grün. Dass man dann ein bisschen Farbe noch mehr mit dieser Grün ins Spiel bringt. Von daher habe ich mich für, ich will euch nicht blenden. So, seht ihr die Farbe nochmal? Ich kann euch die Farbe sagen, und zwar die 050 Green Krokodil. Ja, sehr schöne Farbe, wie ich finde, sehr schönes Grün. Und da ich lila Töne, Grüntöne, Brauntöne, ich liebe alles, aber lila, ich musste mich ja für eine Mono entscheiden. Hätte ich mich für einen Lila entschieden, ja, aber man kann nicht alles haben. Ich habe halt, dass man auch die mit der Palette gut kombinieren kann. So habe ich das dann eben entschieden. So, dann die Eyeshadow Base. Ja, das fiel mir auch leicht, weil ich habe nur eine. Das ist die von Revival de Loup Young, die auch jeder kennt. Da ist auch nicht mehr so viel drin. Ist ja schon fast den Boden erreicht. Ja, weil ich vor meiner YouTube-Zeit, ich habe ja überhaupt nicht vorher Eyeshadow Base verwendet, habe sie gar nicht gekannt, erst durch YouTube, also von daher. Und das war dann die erste, die ich mir selbst gekauft habe. Und ich tue auch manchmal zweckentfremden gerne mal Creme-Lidschatten als Eyeshadow Base. Aber sonst, wenn Base, dann diese. Ja, dann hat es ein Augenbrauenprodukt, ja. Da ich da auch nicht so viel habe, sondern auch nur den einen von Essence, den Eyebrow Designer. Da hinten so ein Bürstchen. Und in der Farbe Blond. Glaube ich. Ja, 04 Blonde steht drauf. Den habe ich heute auch drauf. Ja, also das ist der einzige. Oder ich nehme mal einen Lidschatten, wo ich auch gerne braunen Lidschatten, matten natürlich, wo ich gerne einmal zweckentfremde für die Augenbrauen. Aber dieser da. Dann ein Extra. Ja, ein Extra habe ich mich für einen Lip Liner entschieden. Für diesen da von Manhattan. Den, wo ich mir da gekauft habe, weil der ist pink und da kann man den bisschen, die Farbe ein bisschen intensivieren. Und von daher habe ich mich für diesen Lip Liner entschieden. Ja, jetzt habe ich alles abgearbeitet. Ja.
Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Mir hat es sehr großen Spaß gemacht. Nochmal vielen Dank, liebe Nadine, fürs Taggen. Und ja, wen taggen ich? Viele haben den Tag nämlich schon gemacht. Die Mamako hat diesen Tag nämlich erfunden und hat den, will den verbreiten. Und die Nadine vom Kanal Moldavid, die hat den auch gemacht. Und bei der Mamako habe ich den schon gesehen, von der Steffi. Und ja, auf alle Fälle war das ein sehr schöner Tag, hat mir sehr gut gefallen. Und ja, taggen, wen tagge ich jetzt da? Ich glaube, ich tagge mal die liebe Yvonne vom Kanal Very Blue Eyes 75. Mal schauen, was du so ein Jahr lang, wenn du ein Jahr lang nur ein bestimmtes Produkt benutzen würdest, dürftest, solltest, was du alles nehmen würdest oder für welche Produkte du dich entscheiden würdest. Und würde mich freuen, wenn du mitmachen würdest. Entschuldigung, jetzt habe ich wieder mein Dialekt, komm wieder durch. Dann tagge ich die liebe Marion vom Kanal Knutschfan. Ich hoffe, du magst den Tag auch mit. Würde mich sehr, sehr freuen. Und sonst weiß ich jetzt gar nicht, wer den Tag gemacht hat oder noch nicht gemacht hat. Viele haben den schon gemacht, aber so kleine. Also die liebe Marion vom Kanal Knutschfan und ja. Und jeder fühlt euch alle gedeckt, die mitmachen wollen bei dem Tag. Würde mich freuen und ja, dass der. Ich finde ihn recht schön. Man muss schon überlegen, was man alles gern nimmt, ne? Also, in diesem Sinne war es das gewesen mit dem Video. Tschüss, meine Lieben, bleibt mir schön gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao.